Köln Mitte der 60er Jahre. Die Explosion des Verkehrs ist so groß, dass zehntausende alte Kölner vor Lärm und Gestank flüchten und ins Umland ziehen. Trotzdem will jeder Auto fahren. Und von Köln aus wird der TÜV zur Verkehrsschule der Nation. Der U-Bahn-Bau macht die Innenstadt zu einem nie gesehenen Maulwurfshügel. Im Stadtpanorama tauchen erstmals Hochhäuser auf. Mit Stadträndern entstehen neue Großsiedlungen und zwei Rheinbrücken werden fertig. Auch jetzt sind Dom und Rathaus Schauplatz großer Ereignisse. Den größten Ausnahmezustand aber erlebt die Stadt beim Staatsbegräbnis für Konrad Adenauer. Doch das heilige Köln ist auch Hauptstadt der Prostitution. 50 Mark. 50 Mark? Der Kriminalität und der wilden Partys. Viele entdecken eine neue Lust am Leben. Kölns erste Diskos eröffnen. Und 900 Beatbands proben in den Kellern der Stadt. Die Jugend rebelliert für ein freieres Leben. Für zwanglose Mode. Und fordert mehr Mitsprache. Die Proteste von 1968 erschüttern auch Köln wie ein Erdbeben. Zudem enthält diese Doku auch Aufnahmen aus den Archiven kölscher Größen, wie zum Beispiel Trude Herr. Das bin ich, wenn ich morgens erwache. Willi Milowitsch. Oder von FC-Boss Franz Krämer. Getränke für harte Männer, die es im Leben zu etwas gebracht haben. Abgerundet durch farbenfrohe Ausflüge in die Fädel rechts und links des Rheins entsteht eine kurzweilige Zeitreise durch eine Stadt im Umbruch. Wenn auch der weitaus größte Teil dieser Unfälle nicht auf das Verschulden eines Straßenbahnfahrers zurückzuführen ist, sind wir dennoch verpflichtet...